Und damit willkommen zurück zu Guild Wars 2. Es ist herausgekommen, Secrets of the Obscure. Und wie immer werde ich erstmal die Hauptstory durchspielen und dann mal gucken, ob es irgendwelche schönen Erfolge gibt, die sich lohnen aufzunehmen. Und ich möchte euch gern dabei haben. Ich habe noch nicht viel erkundet, ich habe nur gesehen, ein neues Zeichen gab es, kostenlose Gegenstände. Das hat ja hier die Dailies ein bisschen ersetzt. Gucken wir mal, was wir da so kriegen. Aber erstmal, wie schon erwähnt, ist die Story dran. Und hier haben wir Secrets of Obscure und hier haben wir den Prolog. Wir sollen eine Nachricht lesen. Ihr werdet im Labor für angewandte Entwicklung gebraucht. Tiny ist doch sonst nicht so förmlich. Ich hoffe, es ist alles in Ordnung. Kommandeur, entschuldigt bitte diese knappe Mitteilung. Aber eure Anwesenheit im Labor für angewandte Entwicklung ist dringend vonnöten. Es hat sich eine bedeutungsvolle Entwicklung ergeben, von der ich euch nur in Person berichten kann. Ich war ohnehin schon in der Stadt und halte es daher für das Beste, wenn wir uns bei euch zu Hause treffen. Bitte kommt, so schnell es nur geht. So. Und wir gucken mal. Wohin genau? Wahrscheinlich in Ratta. Gut, gehen wir mal schnell hin. So, betreten wir mal das Labor für angewandte Entwicklung in Ratta-Sum. Ist der Heimatort ja, da den nutze ich überhaupt nicht, weil ich bin ja als Silvari eh woanders. Der eine Ort, auf den ich mich verlassen kann. Alles in Ordnung, schön aufgeräumt. Genau, also ich spiele ja eigentlich als mein Dudu, deswegen nutze ich den ja eigentlich gefühlt nie. Deswegen wäre es mal interessant, was man findet. Okay. Also Richtung Heimatort. Wir gucken mal, wo ist sie? Oh, außerhalb. Ich kann nicht glauben, dass das wirklich geklappt hat. In der Nachricht hieß es, wir sollten uns hier treffen. Vielleicht bin ich zu früh. Der Pakt, Kommandeur. Champion eines Altdrachen. Von dem ganz Tyria redet. Leibhaftig, in Person. Oh, kenne ich euch? Mirai vom Bericht aus Kanta. Internationale Nachrichtenredaktion. Wir geben Einblicke und Ausblicke zum Geschehen in Zentral-Tyria. Habt ihr eine Minute Zeit für mich? Ihr habt eine unglaubliche Geschichte zu erzählen und die Leute verdienen es, sie zu hören. Einen Moment könnte ich wohl erübrigen. Aber nur einen. Gut, gehen wir ein Stück zusammen. Reden wir. Dazu hatten wir keine Gelegenheit, als ihr noch in Kanta wart. Eine wichtige Person wie ihr hat sicher tausend Dinge zu sagen. Aber fangen wir hiermit an. Suwon getötet, die Welt gerettet, die Regentschaft der Altdrachen beendet. Das muss man erst einmal verarbeiten. Was meint ihr? Haben wir auch verarbeitet. Wir haben wochenlang nichts getan, also Nachrichten von einem anderen zu hören. Und danach waren wir mal ganz kurz aktiv geworden. Okay. An diesen Ereignissen waren viele Leute beteiligt. Habt ihr mit ihnen gesprochen. Wir haben getan, was nötig war. Den Hund Preis gezahlt. Ihr sagt es alles, es hätte es jede Menge andere Optionen gegeben. Das stimmt. Eine interessante Perspektive. Was sagt ihr zu den Vorwürfen, dass eure Führung oder das Fehlen einer solchen einer der Hauptgründe für die katastrophalen Ereignisse war, die sich so negativ auf Kanta ausgewirkt haben. Ich habe immer mein Bestes getan, um Leuten zu helfen, die sonst Schaden genommen hätten. Oder ich habe immer auf Grundlage der besten, zu dem Zeitpunkt erhältlichen Informationen gearbeitet. Ihr wart nicht dabei, ihr versteht nicht, wie komplex die Situation war, machen wir das. Ich sehe schon, das ist ein heikles Thema. Gehen wir zu etwas anderem über. Glaubt ihr, dass die Welt ohne die Altdrachen besser dran ist, ohne den Zyklus, der uns über unzählige Generationen begleitet hat? Also, der Zyklus, Gleichgewicht und die Leere wurde zurückgedrängt, das sagt doch alles. Wenn wir nicht gehandelt hätten, wären wir nicht hier, um uns zu unterhalten. Von daher, ich habe das Gefühl, wir haben so vielen das Leben gerettet, dass die Sache wert war. Da habt ihr wohl recht. Reden wir doch kurz über euch. Was kommt als nächstes für den legendären Kommandeur? Habt ihr Pläne für die Zukunft, die ihr hier und jetzt meinem Publikum exklusiv mitteilen möchtet? Da bin ich böse, aber wenn ich welche hätte, würde ich euch nichts davon verraten. Nee. Es bleibt noch viel zu tun, um Tyria zu einem besseren Ort zu machen. Ich finde schon was, oder offen gesagt, weiß ich das noch nicht. Ich habe das Gefühl, ich werde schon dort auftauchen, wo ich gebraucht werde. Jetzt, wo die wichtigsten Fragen beantwortet sind, kommen wir zu dem Saftigen, was mein Publikum wirklich hören möchte.
die saftigen Fragen. Haben wir eine Beziehung mit Kadach? Aha, Skandale, Tod, Romantik. Romantik. Ich brauche pikante Einzelheiten. Viel mehr ist da nicht dran. Wir haben ein paar Mal verhindert, dass es überall zur Katastrophe kommt. Und dabei auch ein paar Freunde verloren. Aber jetzt, wo der Drachenzyklus beendet ist, herrscht Frieden. Aha, aha. Paktkommandeur im Ruhestand, heimgesucht von Träumen der Vergangenheit, den Schreien des Krieges. Ich würde wohl eher nicht... Oh, das könnte was Wichtiges sein. Bitte entschuldigt. Ich glaube, ich habe alles, was ich brauche. Wartet's nur ab. Euer Name wird in Großbuchstaben in jeder Chronik von Tyria erscheinen. Vielen Dank, Kommandeur. Ihr könnt mir vertrauen. Ich werde eure Geschichte so authentisch und gewissenhaft wie möglich wiedergeben. Bildreporterin? Ja. Vielen Dank, Taimi. So. Nun, Taimilein, was ist denn los? Hey, Kommandeur, tut mir leid, dass ich auf diese altmodische Weise eine Nachricht schicke, aber bei der Arbeit mit Yao und John wurde die Kommunikation immer wieder für die Lösung ihres Energieproblems. Wichtiger, Entschuldigung. Die gute Nachricht ist, es gibt ein paar umfassende Aufwertungen für das von mir entwickelte Kommunikationssystem. Die schlechte Nachricht ist, ich kann nicht einfach ein Patch aufspielen, sondern ich muss das System für jeden Benutzer individuell aktualisieren. Und ihr könnt erst wieder auf das aufgewertete Netzwerk zugreifen, wenn ihr die Aktualisierung vorgenommen habt. Daher muss ich euch auf diesem Weg kontaktieren. Ich habe euch einen Service-Chip für den einmaligen Gebrauch mitgeschickt, der euren Kommunikator automatisch aktualisiert. Anschließend braucht ihr nichts mehr zu tun, aber ihr könnt es natürlich ausprobieren. Alle anderen sollten ihren bereits erhalten haben. Ach, für den letzten sogar. Die Technologie ist noch experimentell, also könnte es sein, dass ein paar Probleme auftreten, wenn ihr das System zu sehr beansprucht. Timey, PS. Ivan ruft mich alle 5 Minuten an. Ivan, wissen wir ja noch, ist ja bei... ihr wisst doch, wo er da ist. Angeblich ist es wichtig, bla bla bla. Vielleicht fragt ihr ihn mal, was er will, damit er aufhört, mich zu nerven. Wenn ich versuche zu arbeiten. Na gut, ich muss jetzt weg. Bis dann. Ja, also Ivan war von mir drin. Aufgewerteter Kommunikator. Service-Chip vom Jadetech wertet den Kommunikator auf. Okay, ich dachte schon, wir müssen uns in Jade-Bot reintun. Okay. Ihr könnt zugreifen, indem ihr euer Inventar öffnet. Hier. Und wir können willkommen in Timeys aufgewerteten Kommunikatornetzwerk, Version 1.0. Bitte wählt einen Empfänger für euren Anruf. Natürlich Marjorie. Hier spricht Marjorie Deller. Hier sind Marjorie und Kashmir. Nein. Na, die beiden. Timey. Hier spricht Marjorie Delacroix von der Detektei Delacroix. Meine wunderbare Verlobte Kashmir Maid, Botschafterin von Kryta, und ich lassen es uns gut gehen. Wir melden uns bei euch, sobald wir Zeit haben. Vielleicht sieht man sich in der Bar. Ach, und falls ihr Gorik seid, hört auf, Dokumente mit meinem Namen zu unterschreiben. Ich freue mich für Sie. Ach so, hier steht sogar da. Wir sollen alle anrufen. Ja klar, das machen wir natürlich. Ich hätte auch Spaß sowieso gemacht. Timeys Nachricht besagt, man soll diesen Knopf drücken und dann einfach reden. Dieses Beckenakte-Gerät. Und da freut er sich. Braham, wie geht es euch? Die Person, die ihr zu kontaktieren versucht, hat ihren Nachrichtenapparat noch nicht ordnungsgemäß eingerichtet. Bitte versucht es später erneut. Braham. Rama. Hier spricht Detektiv Rama vom... Detektivbüro Krempe und Scarabeus. Ah, zu zweit, wie süß. Ihr vermisst ein Familienerbstück? Wir finden es. Eure Eltern sind schon lange verschollen. Wir spüren sie für euch auf. Teilt uns mit, was wir für euch tun können, und wir rufen euch so bald wie möglich zurück. Wir wünschen einen effizienten Tag. Yao? Kommandeur, seid ihr das? Yao, hört ihr...
Tut mir leid, Kapitän. Falls ihr das überhaupt seid. Ich sehe kein Wort, was ihr sagt. Ich melde mich ein andermal wieder. Yao, seid ihr noch da? Der ist wohl wieder unten im Jadebergwerk. Taimi? Hier spricht Taimi. Ich kann jetzt nicht mit euch reden. Wie ihr wisst, erfinde ich gerade neue Technologien, die unsere Kommunikation nachhaltig verändern werden. Hinterlasst eine Nachricht und ich werde mich bei euch melden. Das ist ja so cool. Oh, Taimi. Genau, ich habe auch die Relikte. Ich habe noch nichts davon ausgewählt, weil ich einfach ein bisschen Angst habe, dass ich irgendwas Falsches wähle. So, aber wir kriegen die auch als Abschluss von den Handlungsbögen scheinbar. Ach, da steht sogar, ich hätte es sowieso ausprobiert. Und Ivan. Kommandeur! Oh, verflixt! Augenblick bitte! Tut mir leid. Gorik hat beschlossen, eine ganze Kolonie von Mantidenschauflern an Bord von Ivans Schiff zu bringen. Und irgendjemandes Katzen bringen sie um. Ich hoffe, bei euch ist es weniger chaotisch. Falls euch langweilig ist, Ivan hätte deine Aufgabe. Wir würden es ja selbst machen, aber wir haben alle Hände voll zu tun. Langweilig? Ihr macht euch keine Vorstellung. Uns wurde von gewissen seltsamen Begebenheiten bei Garnhof in den Kessex-Hügeln berichtet. Wir kennen kaum Einzelheiten, aber ein Zeuge hat berichtet, das Herz des Ortes sei verschwunden. Könnt ihr da mal nach dem Rechten sehen? Ja, gern. Ich muss mich mit irgendwas beschäftigen. Alle sind... Gorik, lass sie runter! Flamme heißt es. Entschuldigung, Kommandeur. Ivan hat's eilig. Scheint so, als würde jemand eine Meuterei anzetteln. Wir sprechen uns bald wieder! Wieder! Seht ihr? Alle kommen prima zurecht, Aureen. Genau, ist der Hinweis darauf, Aureen hat ja sich ein bisschen verabschiedet in ein Schlafkoma, oder Fresskoma, und demnach liegt es ein bisschen an uns, jetzt weiterzumachen. Wir haben 2 Achievements bekommen und ich will noch gucken, damit haben wir Prolog abgeschlossen und kommen jetzt zu Kommandeur ohne Agenda. Und das gucken wir uns das nächste Mal an. Tschüss.